So, meine Damen und Herren, ich darf um Ihre Aufmerksamkeit bitten und darf Sie ganz herzlich begrüßen zur Pressekonferenz nach dem Derby am heutigen Freitagabend hier am Essener Westbahnhof. Die Moskitos spielten gegen den Herner e.V. Die Moskitos gewinnen vor 2768 Zuschauern mit 6:1. Zu meiner Rechten begrüße ich den Coach unserer Gäste, Danny Albrecht, und zu meiner Linken begrüße ich unseren Coach Frank Enkes. Das erste Wort des Abends, unser Coach der Gäste, Danny Albrecht. Schönen guten Abend zusammen mit Gratulation nach Essen und Frank an und seinem Team. Ich denke, wir sind gut gestartet. Wir sind die ersten 5 Minuten sehr gut aus der Kabine rausgekommen. Und dann eine Strafzeit, wo es 1-0 fällt, 2-0 gleich hinterher. Das ist dann natürlich erstmal für den Kopf ein bisschen schwierig zu verarbeiten. Sind dann wieder besser ins Spiel gekommen. Im zweiten Drittel haben wir extrem viel investiert. Leider hat unser Überzahl heute nicht das Spiel drehen können. Und ich denke, dass der gegnerische Torwart da sehr stark im zweiten Drittel seine Mannschaft im Spiel gehalten hat. Ja, und im letzten Drittel haben wir ein bisschen aufgemacht und haben dann viel zu viele individuelle Fehler gemacht. Also alleine beim Zurücklaufen, wie oft der Mann oben frei stand oder wie oft wir überlaufen wurden. Und Frank spricht ja sonst immer von Finalität, und ich glaube, die hatte Essen heute, die hatten wir nicht. Und deswegen haben wir das Spiel ein bisschen zu hoch verloren, aber der Sieg geht in Ordnung. Ja, danke, Danny. Das Wort zum Abend, Frank Enkes. Ja, guten Abend. Danny, danke für die Gratulation. Ja, ich hab's, gut, wir sind sehr, sehr gut reingekommen heute. Und wie Danny sagt, Finalität ist einfach alles. Wenn du dann die Chancen hast und du machst die ersten zwei, kriegst du Selbstvertrauen. Das haben wir auch gehabt. Wir hätten dann aber noch im ersten Drittel den einen oder anderen nachlegen können. Ich sage immer müssen. Herne hatte auch ihre Chancen gehabt. Und dann im zweiten Drittel, denke ich, haben wir komplett in Unterzahl gespielt. Aber 80% war Unterzahlspiel für uns. Da wissen wir die Qualität. Herne hat eine überragende Qualität im Sturm vorne. Ihr wisst immer auch, wo die das Überzahl spielen. Haben wir clever gemacht. Da bist du nie gefeit von, dass du dann wieder ein Tor kassierst. Aber wir haben es wirklich sehr gut gemacht, nicht nur unser Torwart, alle vom Tor. Jeder hat Schüsse geblockt, wir haben sehr eng vom Tor gespielt. Wir wussten, dass wir das Tief spielen, nicht über die Verteidiger. Und das haben wir dann sehr, sehr, sehr gut gemacht. Und im dritten Drittel, denke ich, war ein kleiner Unterschied dann auch zu spüren von uns. Wir waren sehr selbstbewusst und haben das sehr, sehr gut dann auch zu Ende gebracht, das Spiel. Geschlossene Mannschaftsleistung heute. Die Strafminuten, ja, was soll man diskutieren? Schiri hat es fast bis auf eine, kann man diskutieren, richtig gemacht. Da haben wir dumme Strafminuten im zweiten Drittel genommen. Da geht der Schuss manchmal auch nach hinten los. Aber aufgrund des guten Überzahls, denke ich, haben wir es dann auch, Unterzahls haben wir es dann auch verdient. Ja, für die Fans, das ist immer wichtig, so Derbys. Ganz, ganz wichtig. Mutter aller Derbys höre ich immer in Essen, nachdem ich hier bin, gegen Herne. Wir haben jetzt 4 Derbys gespielt. Wir haben 3 Derbys gewonnen. Und dann noch 6:1 beide in den letzten 10 Tagen. Ich denke, da kann man sehr, sehr zufrieden mit sein. Ich habe der Mannschaft aber trotzdem gesagt, das schwierigste Spiel in dieser Woche wird am Sonntag in Bronnlage sein. Und dabei bleibe ich auch. Und ich kenne meine Truppe. Ja. Gedanklich fahre ich schon mit dem Autokurs durch Essen. Ja, Cabrio. Und da kann man immer nur immer sagen, ja, nicht unterschätzen, mehr Hinterkopf, es findet immer gewisse Sachen statt. Da wird es ganz schwer in Bronnlage. Und wir sind jetzt einen Punkt hinterm Tabellenvierten, und wenn wir da punkten sollten, sieht es sehr gut aus für uns. Dankeschön. Ja, danke, Frank Enkes. Ich darf Ihnen noch mitteilen, das nächste Heimspiel hier am Westbahnhof ist nächste Woche Freitag gegen die Eisfighter Leipzig um 20 Uhr. Bis dahin wünsche ich Ihnen allen einen guten Start in das Wochenende. Dankeschön.